Es ist prinzipiell das Gesetz der Polarität. Du musst immer an die Wellen denken, wenn du die zwei Bilder machst. Das eine, schau mal auf den Monitor, wenn du was aufspannst. Ja. Eine Spannung ist immer eine Energie. Das ist Polarität. Was aber wichtig ist, ist die Dualität. Es ist die Polarität der Polarität. Klingt komplizierter, wie es ist, wenn du auf den Monitor jetzt schaust. Immer wenn du was aufspannst, spannt sich im selben Moment im Hintergrund das Gegenteil auf. Das ist der Wellenberg und das Wellental. Es gibt Ja. nichts, was du denken könntest, was nicht im selben Moment im geistigen Hintergrund das Gegenteil schafft. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, jetzt ist es hell, spannst du hell in dir auf, also das passiert, und im selben Moment hast du in deinem Hintergrund das Finster. Das ist nicht vorher finster gewesen, es ist im selben Moment, weil alles, was ist, ist hier und jetzt. Ja. Und genauso ist es, wenn du von Einheit denkst, ist im selben Moment der Hintergrund die Vielheit da. Okay, also nur als Hintergrund, nicht das jetzt. Und genauso ist es in dem Moment, wo dir bewusst wird, dass du unbewusst in Anführungszeichen warst, Ja. spannt sich ein gewisser Aspekt von Bewusstheit in dir auf, der im selben Moment aber Unbewusstheit erzeugt. Das heißt, wenn du sagst, Mensch, da bin ich neben mir gestanden, wird dir ja was bewusst. Ja. Dir muss aber jetzt bewusst sein, dass das, was dir in diesem Moment bewusst wird, dass du unbewusst warst, dass dieses Unbewusste der Kontrast ist zu deiner Bewusstheit und dass das nicht gestern oder vorgestern war. Okay. Es gibt keine Vergangenheit. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Hast du es gecheckt? Ja, In ich dem check. Moment, wo du nach oben schaust und sagst, da oben sind Wolken, dann spannt sich in dir, ich sag mal ganz grob, das Phänomen oben auf. Die Empfindung oben. Aber im selben Moment ist auch ein unten da, nämlich du selbst, weil du dich als Körper nach unten definierst. In dem Moment, wo du auf den Boden runterschaust und sagst, da unten, spannt sich im selben Moment das oben auf. Das ist praktisch immer in deinem Rücken oder das Unbewusste in dir. In dem Moment, in dem Augenblick, wo du Geist dich krank fühlst, im selben Moment spannt sich auch die Gesundheit auf. Und in dem Moment, wo du dich richtig gut fühlst, Mensch, fühle ich mich jetzt gut, ist im selben Moment ein Wissen davon, dass dir, jetzt kommt wieder, dass dir schlecht gegangen ist. Nein, dieses Wissen, dieses Schlechtgehen war nicht in der Vergangenheit, das ist im selben Moment da. Es gibt nur jetzt. Was prinzipiell in dir auftaucht, kann nur jetzt auftauchen. Und ich wiederhole tausende Male, das Einzige, was du verstehen musst, was bin ich selbst? Was ist der Geist, der jetzt dieses Gespräch belauscht? An was Ja. denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Wie oft hast du das schon gehört in Selbstgesprächen? An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Du bist immer. Und das, was du denkst, ist nur in dem Moment, wo du es denkst. Du schaust deine Informationen an. Angenommen, ich, rot geschrieben, denk jetzt an den Heiko, das bin ich. Bin ich aber nicht immer noch dasselbe Ich, wenn ich ihn plötzlich an was anders denke? Ja. Du bist der Geist, der seine Informationen anschaut. Und dieser Geist kann selbst nicht in Erscheinung treten, weil der nichts ist. Nichts kann nicht in Erscheinung treten. Dieser Geist ist immer, du warst schon immer. Du kannst nicht heil werden, weil du es schon bist. Du hast es bloß vergessen, weil du zurzeit in dem Wahn lebst, zu glauben, nur der Mensch zu sein, dessen Rolle du jetzt spielst. Und es führt uns hier zu was ganz was Schönes in der Sprache. Ich habe das ein paar Mal schon erklärt. Pass auf, du bist tot all. All ist dieser Geist. El Hayom, das Meer, du bist immer. Das, was du anschaust, sind deine Gedankenwellen. Hochinteressant, das lateinische Wort tode heißt, wenn du in Wörterbüchern nachschaust, so viele, reichlich viele, viele. Das sind deine Gedankenwellen, die tauchen auf und die verschwinden, die tauchen auf und verschwinden. Das sind die Toten. Lass die Toten ihre Toten begraben, lass die Wellen ihre Wellen begraben. Die Wellen sind von dir ausgedachte Menschen, die haben keine Überlebenschance. Nur Geist ist ewig. Und ich betone immer und immer wieder, ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt das hört. Investiere keine Energie in das, was die Motten zerfressen, in den Mammon.
Was nicht heißt, dass du weltliche Freuden ablehnen musst, aber jegliche Art von Glück, die du zurzeit empfindest, steht immer in Verbindung mit irgendwas Ausgedachtem. Da alles, was du dir denkst, Gedankenwellen sind, die auftauchen und wieder verschwinden, wird das Glück verschwinden. Willst du ewiges Glück, willst du, ewiger Geist, ewiges Glück erleben, musst du dein Glück mit was verbinden, was ewig ist. Und du wirst feststellen, das ist meine göttliche Weisheit. Die kann nicht vergehen. Außerdem gilt für Glückseligkeit und Freude gilt das Wellengesetz. Zu Glück gehört Leid und zu Freude gehört Schmerz. Auch das spannt sich auf. Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Wenn du einmal dieses simple Prinzip verstanden hast, es gibt keinen Wellenberg, ohne dass sich im selben Moment ein Tal aufspannt. Versuche mal von der spiegelglatten Wasseroberfläche Wellenberge reinzumachen, ohne Täler zu erzeugen. Drum wettert der Udo permanent gegen diese Weltverbesserer, die immer einseitige Ziele anstreben. Nur Frieden gibt es nicht. Nur hell gibt es auch nicht. Du kannst dir einreden, jetzt ist es hell. Nur hell. Mit einem höheren Globalbewusstsein weißt du, dass es im selben Moment dunkel ist. Nicht vorher, nicht zeitlich vorher. Jetzt, es gibt nur jetzt. Und egal, was du Geist jetzt wahrnimmst, es ist hier und jetzt deine Information, die in dir aufgetaucht ist. Egal, wo du die hindenkst, egal, ob du die woanders hindenkst oder in die Vergangenheit denkst. Es ist jetzt und es ist hier. Das ist das Geheimnis vom ewigen Hier und Jetzt. Und du Geist bist genauso ewig wie das ewige Hier und Jetzt.